Umgang mit Selbstausbeutung anderer. Vielleicht bist du mit Menschen zusammen, bei denen du das Gefühl hast, sie beuten sich selbst aus. Das heißt, sie tun zu wenig und nehmen sich zu wenig. Sie geben zu viel und sie nehmen sich zu wenig. Was kannst du dort tun? Zunächst einmal musst du überlegen, ist es wirklich Selbstausbeutung? Denn manche Menschen wollen einfach viel geben. Und sie haben eine Mission im Leben. Sie fühlen sich beseelt mit einer Kraft und einer Stärke. Und sie fühlen irgendwo, das will ich tun. Sie beuten sich nicht selbst aus, sondern sie dienen Gott. Sie dienen der Menschheit. Sie dienen einem übergeordneten Ziel. Und selbst wenn sie dann ihr Vermögen dem geben, ihre ganze Zeit geben, ihre ganze Energie, es ist keine Ausbeutung, sondern es ist ein sinnvolles Leben zu führen. In diesem Sinne, pass auf, was du anderen Menschen unterstellst. Es ist schade, dass heutzutage Menschen, die sich viel engagieren, von anderen, statt Wertschätzung zu bekommen, Vorwürfe bekommen wie Helfersyndrom oder Selbstausbeutung. Es wäre klug, dass man Menschen Wertschätzung und Anerkennung schenkt, die sich für andere einsetzen. Man kann Menschen ja auch raten, dass sie, um ihr Anliegen langfristig durchhalten zu können, auch sich darum kümmern müssen, dass sie Erholung haben, dass sie neue Inspiration bekommen, dass ihr Körper das braucht, um gesund zu sein. Aber nicht anderen Menschen Selbstausbeutung oder Helfersyndrom vorwerfen, sondern sie mehr ermutigen, auch das zu tun, was nötig ist, um langfristig sich engagieren zu können.